In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Schnittpunkte mit der x-Achse oder die sogenannten Nullstellen von Funktionen mit Hilfe verschiedener Lösungsansätze berechnen kann. In erster Reihe sollten wir wissen, was wir überhaupt rechnerisch bestimmen wollen. Dafür habe ich diesen Schaubild hier ausgewählt und ich hoffe, es ist nicht schwer zu erkennen, wo dieser Kurve die x-Achse schneidet bzw. berührt. Einmal haben wir von links nach rechts gesehen, hier bei 0 eine Nullstelle. Dann haben wir noch hier an der Stelle 1 eine Nullstelle und dann bei 2. Ihr könnt schon an der Abbildung sehen, es gibt ja verschiedene Arten von Nullstellen. Von rechts nach links jetzt betrachtet, haben wir an der Stelle 2 eine einfache Nullstelle, an der Stelle 1 eine dreifache Nullstelle und bei 0 eine doppelte Nullstelle oder ein Berührpunkt mit der x-Achse. Die Vielfachheit von Nullstellen ist nicht das Thema dieses Tutorials. Wenn ihr dazu weiteres sucht, entweder oben rechts unter den i-Punkt oder am Ende dieses Videos in Abspann findet ihr auch das passende Tutorial dafür. In diesem Tutorial werden wir uns nur die allgemeine Berechnung von Nullstellen anschauen. Wie wir bereits am Schaubild erkennen konnten, haben die Nullstellen immer die y-Koordinate 0, weil sie auf der x-Achse liegen. Das bedeutet, der rechnerische Ansatz zur Berechnung von Nullstellen lautet y gleich 0 bzw. f von x gleich 0 setzen. Das Problem fängt erst jetzt an. Wir müssen die Gleichung lösen. Und dafür versuchen wir uns zu erinnern, welche wichtigen Lösungsansätze es gab. Also, die häufigsten Ansätze zum Lösen von Gleichungen bzw. zur Bestimmung von Nullstellen in diesem Sachverhalt sind einmal Satz vom Nullprodukt, meistens in Zusammenhang mit Ausklammern, dann natürlich die ABC-Formel oder auch die sogenannte Mitternachtsformel und noch ein weiterer sehr wichtiger Ansatz ist die Substitution. Und die Substitution tritt meistens auf in Zusammenhang mit der Mitternachtsformel oder ABC-Formel. An dieser Stelle noch ein gut gemeinter Hinweis. Bitte kommt nicht auf die Idee, die y-Koordinaten von den Nullstellen für die Schnittpunkte zu bestimmen. Das ist überhaupt nicht notwendig, weil die y-Koordinaten von Nullstellen, wie der Name schon sagt, immer Null sind natürlich. Und hier ist die erste Aufgabe. Bestimmen Sie die Nullstellen des Graphen der Funktion f und gib die Schnittpunkte mit der x-Achse an. Wie bereits besprochen, dafür nehmen wir diesen Funktionsstem rechts und setzen es gleich 0. Das werde ich auch hier an dieser Stelle machen. 1 Viertel x hoch 4 minus 4x² ist gleich 0. Jetzt geht es darum, richtig zu entscheiden, welche dieser besprochenen Lösungsansätze wir jetzt wählen. Es sollte euch auffallen, dass die zwei Terme hier was gemeinsam haben, und zwar das x. Besser gesagt ein x hoch 2, weil in der x hoch 4 steckt auch ein x hoch 2 drin. Aus diesem Grund klammern wir aus, also dieser x hoch 2 ziehen wir nach vorne, vor der Klammer. Und beim ersten Term bleibt natürlich ein Viertel x hoch 2 und bei dem hinteren Term nur die minus 4. Und das Ganze ergibt 0. Also was wir hier haben, ist ein Produkt aus zwei Termen und das Ergebnis ist 0. Natürlich greift an dieser Stelle dieser sogenannte Satz vom Nullprodukt zu, der folgendes besagt. Wenn ein Produkt aus zwei oder mehreren Termen 0 ist, dann kann gegebenenfalls jeder dieser Terme 0 sein. Und das werden wir jetzt auch untersuchen, indem wir einmal die linke Seite 0 setzen. Hier ist es ganz einfach, wir ziehen einfach die Wurzel. Und dann haben wir eine doppelte Lösung bei 0, also x1 ist 0. Für die Lösung auf der rechten Seite müssen wir noch ein bisschen was tun. Das bedeutet, ich nehme den Inhalt dieser Klammer jetzt und setze es 0 und natürlich benötige ich das Ganze ein bisschen, eine kleine Umformung. Als erstes geht die minus 4 rüber mit plus 4, dann haben wir 1 Viertel x² sind gleich 4. Dann muss die 4 hier unter dem Bruchstrich weg, am besten mit mal 4 und damit haben wir x² gleich 16. Wir ziehen entsprechend wieder die Wurzel und kriegen noch zwei weitere Lösungen raus. Einmal x2 ist 4 und dann x3 ist minus 4. Schlussfolgernd können wir sagen, wir haben drei Nullstellen. Allerdings war in der Aufgabenstellung auch noch was anderes verlangt, und zwar gibt die Schnittpunkte mit der x-Achse an. Also, es reicht nicht aus, wenn wir nur diese Nullstellen bestimmen, sondern wir müssen auch die Punkte angeben. Die bezeichne ich jetzt mit groß N von Nullstellen. Die erste Nullstelle hätte die Koordinate 0-0. Denkt daran bitte, die y-Koordinaten sind immer 0. Dann die zweite Nullstelle wäre dann natürlich bei 4-0. Und die dritte Nullstelle
dann minus 4-0. Das sind dann die Schnittpunkte mit der x-Achse. Obwohl es nicht unbedingt notwendig ist, wir können uns auch das Ganze anhand von diesem Schaubild anschauen. Das ist ja die Funktion, die hier abgebildet ist und wie wir ganz gut, glaube ich, erkennen können, wir haben einmal hier bei minus 4 eine Nullstelle, dann bei 0 die nächste Nullstelle, das wäre jetzt mal so am Rande eine doppelte Nullstelle und dann noch bei 4 eine Nullstelle. In unserem nächsten Beispiel geht es natürlich wieder darum, die Nullstellen zu bestimmen. Deshalb nehmen wir diesen Funktionsterm und setzen es gleich 0. Wir haben dann 1 Drittel mal x² minus 1 mal x plus 2 ins Quadrat soll 0 sein. Und die gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass dieser Term in Produktform dargestellt ist. Also man nennt es auch Produktform einer Funktion. Und das bringt uns halt den Vorteil, dass wir gleich diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden können. Und zwar, wieso? Wir haben drei Terme und die ergeben 0. Theoretisch kann fast jeder einzelne Term 0 werden, außer dieser minus 1 Drittel vorne. Das beinhaltet kein x, deshalb lasse ich das außer Acht. Oder ich kann es nochmal kurz so andeuten. Minus 1 Drittel kann ja nicht 0 sein, deshalb betrachten wir das auch nicht. Die erste Möglichkeit wäre, dass der Inhalt dieser Klammer 0 wird. X² minus 1 ist 0. Da formen wir ein bisschen um und haben x² ist gleich 1, ziehen dann die Wurzel. Somit ergeben sich die ersten zwei Lösungen. Einmal minus 1 und einmal 1. Und dann haben wir hinten noch eine Klammer. Bitte beachte, diese hoch 2 hier spielt nicht wirklich eine Rolle, nur der Inhalt der Klammer ist wichtig. Deshalb können wir gleich sagen, x plus 2 soll 0 sein. Und nachdem wir die 2 rüberbringen, haben wir auch unsere dritte Lösung. Und zwar minus 2. An dieser Stelle sind nur die Nullstellen verlangt, also sind wir eigentlich schon fertig. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz die Funktion an und gucken, ob wir alles richtig gerechnet haben. Also Nullstelle bei minus 2, ja. Nebenbei wäre eine doppelte Nullstelle wegen der hoch 2 hier bei der Klammer. Dann habe ich bei minus 1 noch eine einfache Nullstelle und bei 1 ebenfalls noch eine einfache Nullstelle. Für diese Funktion müssen wir natürlich ebenfalls die Nullstellen bestimmen. Deshalb nehme ich sie hier an der Seite und setze sie erneut gleich 0. Also x hoch 4 minus 2x hoch 2 minus 15 soll 0 sein. Und bei näherem Betrachten des Terms sollte uns auffallen, dass Ausklammern hier nicht funktioniert. Wir haben drei Terme hier und nicht jeder Term beinhaltet ein x. Das bedeutet, Ausklammern bzw. Satz vom Nullprodukt kommt nicht in Frage. Was auch nicht in Frage kommt, ist zuerst die Mitternachtsformel. Die Mitternachtsformel ist nur für quadratische Gleichungen gedacht. Und wir haben hier eine x hoch 4 Funktion. Aber da kommt Abhilfe durch dieses Substitutionsverfahren. Substituieren bedeutet ersetzen. Wir ersetzen was Kompliziertes durch was Einfacheres. Und zwar dieser mittlere Term hier, x hoch 2, wird durch eine andere Buchstabe ersetzt, beispielsweise u. Also das ist jetzt unsere Substitution. Und zwar x hoch 2 ist gleich u. Und natürlich wird dann aus der x hoch 4 Funktion hier vorne ein u hoch 2. Dadurch kriegt die Gleichung ein völlig anderes Aussehen. U² minus 2u minus 15 ist 0. Und jetzt haben wir eine quadratische Gleichung und die können wir natürlich problemlos vorerst mit der Mitternachtsformel lösen. Zur Erinnerung habe ich sie hier rechts nochmal abgebildet. Also a, b und c sind genau die Koeffizienten von u², u und die hintere Zahl. Das bedeutet, wir können gleich einsetzen und ausrechnen. U1, 2. Entsprechend minus minus 2 sind dann plus 2. Plus minus Wurzel a aus b² ist in diesem Fall 2 hoch 2. Das Minus verschwindet wegen der hoch 2. Minus 4 mal a ist ja 1. Und dann mal minus 15. Und normalerweise sind die Aufgaben so gestellt, dass sie auch ganz gut aufgehen. Und dann haben wir natürlich noch 2 mal 1. Das bedeutet, wir fassen zuerst diesen Term unter der Wurzel zusammen. Wir haben hier eine 4, minus minus ergibt plus, 4 mal 15 sind 60. Also haben wir Wurzel aus 64 und das ist natürlich wiederum 8. Durch 2, damit haben wir dann unsere zwei Lösungen. Einmal 2 plus 8 sind dann 10, durch 2 sind 5. Und zweitens
2 minus 8 sind minus 6, durch 2 sind minus 3. Allerdings ist damit unser Problem nicht gelöst. Wir suchen ja nicht die u-Werte, sondern die x-Werte. Aus diesem Grund muss man dann am Ende immer noch resubstituieren. Und Resubstitution bedeutet, wir nutzen einfach unser Substitution-Einsatz, um die passenden Werte für x zu bestimmen. Also wir haben hier zwei u-Werte. Die werden wir jetzt nehmen, schön der Reihe nach hier oben einsetzen und entsprechend nach x umformen. Die erste Möglichkeit lautet x² ist gleich 5. Natürlich müssen wir hier an dieser Stelle die Wurzel ziehen. Die Wurzel aus 5 kann man nicht genau ziehen ohne Taschenrechner, aber allgemein könnten wir sagen einmal Wurzel 5. Und die zweite Lösung ist natürlich dann minus Wurzel 5. Und die zweite Möglichkeit bei der Restsubstitution würde lauten x² ist gleich minus 3. Aber dieser Ansatz bringt keine Lösung mit sich, weil wir können nicht Wurzel aus einer negativen Zahl ziehen, also nicht die quadratische Wurzel. Aus diesem Grund haben wir nur zwei Lösungen, x1 und x2. In unserem letzten Beispiel drehen wir natürlich noch ein bisschen auf. Diese Funktion sieht noch schlimmer aus als die davor. Ich setze jetzt trotzdem hier an der Seite gleich 0. Also wir haben dann x hoch 6 minus 2x hoch 3 plus 1 ist gleich 0. Und von Aufbau her sollte uns das schon bekannt vorkommen. Die sieht sehr ähnlich zu der Funktion, die wir vorher hatten, in unserem dritten Beispiel. Nur statt x hoch 4 und x hoch 2 haben wir hier x hoch 6 und x hoch 3. Trotzdem werden wir auch hier in diesem Fall substituieren. Und zwar diesmal nicht das x hoch 2, sondern natürlich dieses x hoch 3 hier wird mit dem u ersetzt. Kurz gesagt, Substitution. X hoch 3 ist dann u. Und es ergibt sich natürlich erneut eine quadratische Gleichung, weil dann wird automatisch aus der x hoch 6 ein u hoch 2. Minus 2u plus 1 ist 0. An dieser Stelle natürlich schon wieder die Mitternachtsformel. Also u12 ist dann wieder plus minus, also minus minus ergibt plus, dann haben wir wieder 2 plus minus Wurzel aus 2 ins Quadrat. Minus 4 mal 1 mal 1 in diesem Fall durch 2 mal 1. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann haben wir 2 plus minus. Unter der Wurzel kommt diesmal 0. Wir haben dann 4 minus 4, das sind ja 0 durch 2. Also wir haben nur eine Lösung, eine doppelte Lösung sozusagen. 2 durch 2 sind 1. Bei der Resubstitution nutzen wir diese Lösung, um passenden Wert für x zu bestimmen. Deshalb sage ich an dieser Stelle x hoch 3 ist gleich 1. Und diesmal ziehen wir die dritte Wurzel. Zur Erinnerung, bei der dritten Wurzel gibt es nur eine Lösung. Es gibt keine positive und negative Lösung. Und die lautet einfach mal 1. Dritte Wurzel aus 1 ist natürlich 1. Also das wäre unsere Nullstelle. Zum Abschluss noch ein paar Hinweise. Ihr habt gemerkt, in diesem Tutorial ging es um Standardverfahren zum Lösen von Gleichungen bzw. Berechnung von Nullstellen. Natürlich interessiert bei mancher Aufgabenstellung auch die Vielfachheit von Nullstellen. Außerdem, wir haben jetzt hier nur die Nullstellen von ganzrationalen oder Polynomfunktionen betrachtet. Es gibt ja natürlich noch exponentielle oder trigonometrische Funktionen beispielsweise, deren Nullstellen auch von Bedeutung sind. Im gleichen Topf, wegen der Kurvendiskussion, kann man auch noch Themen wie Extrempunkte, Wendepunkte und Sattelpunkte reintun. Und es gibt auch besondere Verfahren zur Berechnung von Nullstellen, wie Polynomdivision, Newton-Verfahren, Horner-Schema und so weiter. Tutorials zu all diesen Themen, wenn Bedarf, findet ihr gleich in Abspann.